In dieser Woche geht es im Finanztalk um den DAX, um den Nasdaq. Sind die Bärenmärkte jetzt schon intakt? Was kann man an den Mustern aus der Vergangenheit auf die Zukunft legen? Und wie wirken sich die gestiegenen Inflationsdaten aus der EU, die übrigens auf einem Rekordhoch notieren, auf die Politik der Zentralbank aus? Diese Fragen klären wir mit dem Falk Elsner und mit dem Christian Schöppe jetzt. Herzlich willkommen bei einem neuen Finanztalk. Wir möchten wieder zum Wochenausklang und mit dem neuen Monatsstart auf die Märkte schauen. Die sind weiter volatil und da begrüße ich als erstes den Falk Elsner. Hallo Falk. Ja, hallo in die Runde. Ja, die Märkte sind angeschlagen, wie man auch schon in den letzten Sendungen hier vernommen hat. Gerade der DAX und der Nasdaq, die kämpfen mit Verlaufstief. Der DAX war noch nicht am Märztief, das muss man dazu sagen. Der Nasdaq ist schon drüber hinausgeschossen. Insgesamt wirkt es eher unsicher, oder? Genau, ich habe hier den Nasdaq und den DAX mal rausgehoben. Fangen wir einfach mit dem DAX an. Wir sind ja short eingestellt, auch im Depot, obwohl wir ja noch eine relativ ausgeglichene Quote haben. Es sieht bei uns aber aktuell so aus, das hatte ich ja in den letzten Calls schon erläutert oder versucht etwas näher zu bringen, dass wir von einem Bärenmarkt ausgehen. Das will ich jetzt gleich im Laufe des Calls auch nochmal etwas ja, mit Untergrund oder mit Hintergrundinformationen füttern. Und das, was wir hier haben, ist der DAX. Und viele rechnen jetzt mit einer Gegenreaktion. Und auch wir denken tatsächlich, es wird zu einer gewissen Gegenreaktion kommen. Aber ich sehe hier im DAX ein gewisses Muster. Wir haben so einen Ersteinschlag, wir haben eine Gegenreaktion und plötzlich Schwäche im Markt. Und das Muster, das ich meine, sieht ungefähr so aus. Es ist ein Crash-Muster, was wir haben. Und wenn die Schwäche aus dem Markt jetzt nicht verschwindet und diese Verlaufstiefs, und du hattest das Tief hier aus dem März angesprochen, das sind nur noch wenige Punkte, wenn das bricht, dann wird das Enttäuschungspotenzial von denen, die auf Reversal und Buy the Dip und sowas hoch sein, da werden also viele Stop-Loss liegen und ich denke, dann wird das möglicherweise der Verkaufsdruck schnell und schlagartig steigen. Und auch wir schauen ja nicht nur auf den DAX, deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie sieht denn das eigentlich in der Nasdaq aus. Da habe ich das hier, ich habe auch schon mal einen gewissen Verlauf eingeblendet, den können wir gleich mal dazu nehmen. Die Nasdaq sieht noch schlechter oder noch schwächer als der DAX aus. Im Prinzip sieht man hier förmlich, wie eigentlich ein Abwärtstrend gerade dabei ist, aus seinem Trendkanal nach unten hin rauszukippen. Wir haben hier die Marke 13.200 in der Nasdaq und da haben wir dann zwei Dinge jetzt. Einmal das potenzielle, wir nennen es eine Bärenmarkt-Rally, also ein Anlaufen dieses Levels, wir nennen es eine Handelsmarke. Wenn die nicht überboten wird, dann sehen wir weiterhin Gefahr, deswegen habe ich auch in Gefahr reingeschrieben. Und in rosa habe ich jetzt einfach mal einen Bärenmarktverlauf mir eingeblendet, um einfach so ein grobes Ziel zu bekommen, was denn noch möglicherweise bevorsteht. Das ist aber nur eine Hausnummer, die werde ich dementsprechend, das ist also ein Verlauf. Ja, ihr seht, meine Einschätzung ist also, es gibt eine mögliche Gegenbewegung und je schwächer die ausfällt, desto intensiver rechne ich dann mit der anschließenden Abverkaufswelle. Und warum ich damit rechne, das können wir gleich nochmal angehen. Ich habe mir Bärenmärkte an sich angeschaut, aber wenn die sehr stark ausfällt, dann bin ich jetzt kein Crash-Guru oder sowas, sondern wenn diese wichtigen Marken in der Nasdaq oder hier im DAX wäre es die 14.250, wenn die wirklich nachhaltig, und das, da reden wir wirklich von Wochenschlusskursen, überboten wird, dann würde ich meine Meinung anpassen. Da muss man flexibel bleiben. Auf jeden Fall das einzigste gefühlt, was momentan zuverlässig steigt, das ist die Inflation. Wir haben EU-Inflationsdaten bekommen, die waren auf dem Rekordhoch, 8,6%. Heute wurden die vermeldet und das möchte ich mit dem Christian Schöppe besprechen. Hallo Christian. Ja, hallo in die Runde. Ja, das klingt schon ein bisschen traurig. Man merkt es an deiner Stimme, die Inflation will gar nicht mehr einbremsen. Ja, und es hat auch Auswirkungen auf das Verbrauchervertrauen, diese Inflation, Andreas. Ein ganz wichtiger Punkt. Und was Falk gerade auch erwähnt hat, wir machen uns natürlich jetzt auch ein bisschen Sorgen um eine eventuelle Fortführung des Bärenmarktes.
Und hier sehen wir das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und wir sind momentan auf einem Level, dass wir bei den letzten drei Rezessionen inklusive der Corona-Kurzrezession leider schon gesehen haben. Jetzt steht die Earnings Season bevor, im Monat, der gerade heute gestartet hat. Und die ist natürlich auch beeinträchtigt von den hohen Inflationszahlen. Die Verbraucher haben sich zurückgehalten im abgelaufenen Quartal und werden vorsichtiger, um die Inflation zu kompensieren. Gleichzeitig sind die Zentralbanken auch ziemlich aktiv. Das ist der nächste wichtige Punkt, den werden wir auch noch im Verlauf des weiteren Calls ansprechen. Denn selbst die EZB steht jetzt als nächste an, diese Inflation auch mit einer ersten Zinsanhebung zu bekämpfen. Es wird sehr interessant zu beobachten, wie gerade die Währungsmärkte das verarbeiten. Wir hatten in dieser Woche, um die Verbraucher anzusprechen, zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Die wurden prognostiziert mit einem leichten Anstieg von 0,5%. Tatsächlich waren es minus 3,6%. Also die Verbraucher halten sich auf vielen Ebenen zurück, weil sie eben merken, bei jedem Einkauf von Lebensmitteln wird es ein Stück weit teurer. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und das könnte natürlich auch ein Zyklus sein, der uns hier eilt. Deswegen noch einmal zu dem lieben Falk. Hast du denn auch für die Börsen solche Zyklen definiert? Genau, so sieht's aus. Also auch ich habe diesen Eindruck, ich habe mich ein bisschen auch auf privaten Feiern und Partys mal mit anderen Leuten unterhalten, wie die das empfinden. Und tatsächlich ist es so, dass sogar schon der Konsum etwas verändert wird. Gewisse Produkte werden weggelassen, weil es so teuer geworden ist. Das findet man traurig, aber man verzichtet dann auf das eine oder andere. Und das ist ein ganz typisches Muster, was wir eigentlich so noch gar nicht kennen. Also Inflation in diesen Höhen, da war ich ziemlich klein, also schon ziemlich lange her oder vor meiner Zeit. Aber es gibt Muster und Zyklen. Ich habe euch jetzt hier mal einen ganz typischen Intermarket-Börsenzyklus mit der Wirtschaft. Den will ich jetzt nicht zu theoretisch machen, aber ich will euch einfach mal ein paar Schlagzeilen aus der Presse mal einblenden, um zu zeigen, wo wir uns eigentlich meiner Meinung nach befinden. Ich habe es mal hier rot gekennzeichnet. Die Themen sind ja allgemein bekannt. Inflationsdruck, steigende Zinsen, Entzug der Liquidität, dann der Anleihencrash, den wir schon gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiges Intermarket-Zeichen. Das seht ihr hier an der Seite in dem Intermarket-Modell. Der Anleihenmarkt ist eine in Wechselbeziehung zu Aktien, Devisen und Rohstoffen. Auch der Christian hat es schon angegeben. Die Rohstoffe fangen an zu schwächeln. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. In der Regel kippt das dann irgendwann zur Unterseite ab. Und was machen die Notenbanken? Eine Janet Yellen redet davon, dass es noch keine Rezession gibt oder nichts deute darauf hin. Das halte ich für ein politisches Statement. Bei dem gehen mir alle Alarmglocken an. Es gibt noch weitere historische Kommentare, die ähnlich sind. Niemand will eine Mauer bauen oder sowas. Das ist jetzt ein bisschen extrem, ja, aber dann passiert doch plötzlich das Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Statement ist. Dann in den USA haben wir die höchste Inflation schon seit längerem. Jetzt heute kamen die Inflationsdaten aus der Euro ebenfalls hoch. Man rechnet zwar mit einem temporären Rücksetzer, aber auch da wird jetzt schon langfristig der Markt oder die Leute drauf eingerichtet. Das wird so bleiben oder längere Zeit. Oder wenn es fällt, dann bleibt es trotzdem auf hohem Niveau. Und da fühlt sich eben die EZB jetzt auch gezwungen, oder sie fühlt sich nicht, sie ist gezwungen zu reagieren. Jetzt in Kürze sollen Zinsanhöhungen angepasst werden. Man wird genau drauf schauen müssen, was genau machen sie? Welcher Zins wird erhöht oder werden da irgendwelche anderen Programme noch gestartet? Ja, und das ist vom 28. Das habe ich mal reingenommen. Und auch die Frau Lagarde sieht keine Rezession kommen. Trotzdem fühlen sie sich gezwungen, den Zins anzuheben. Das passt für mich schon nicht in das Bild hinein. Und hier in der Eurozone haben wir obendrauf nochmal das Problem der Fragmentierung. Also die starken Nordstaaten oder Nordländer ziehen das Kapital an, man will es in Sicherheit haben, während im Süden, wo es hochverschuldet ist, wird das Kapital abgezogen. Das führt zu Spannungen oder zu Problemen in der Eurozone. Man redet von einem Wunderwerkzeug, also ich nenne es Wunderwerkzeug, man nennt von einem Werkzeug, das jetzt noch entwickelt werden soll, um dieses Problem zu lösen. Ich bin gespannt, ob das tatsächlich funktioniert.
Aber ich bin nicht der Einzige, der da ein bisschen skeptisch ist. Ich habe einfach mal hier den Fokus rausgenommen mit irgendeinem Wirtschaftsexperten, den ich gar nicht kenne. Da geht es um die Idee, die dahinter steht. Vorsicht, da steht ein Problem an. Und da sind wir wieder in unserem Wirtschafts- oder in unserem Börsenzyklus. Das zeigt Rezessionsgefahren an. Vorsicht, da könnte nicht nur eine Korrektur kommen, da könnte eine richtige Krise draus werden. Und wir wissen ja, aus einer Wirtschaftskrise kann relativ schnell eben auch eine Realwirtschaftskrise werden. Denn wir sehen ja selbst die erhöhten Preise, die Teuerungen, Sparen, der Konsum geht zurück und so weiter und so fort. Ja. Und das ist das, was ich von der Frau Lagarde da jetzt, die haben da gesprochen, gesehen habe. Das sind für mich Probleme, die angegangen werden sollen, aber aktuell noch nicht wirklich gegriffen werden. Und ich habe jetzt hier einfach mal, das war ganz lustig bei der Recherche, habe ich einen Artikel über Simbabwe gelesen. Die haben nämlich dieselben Probleme gehabt, aber sie haben sie nicht in den Griff bekommen und die steht schon viel, viel weiter hinten. Das, was da drin ist, ist wirklich ein Horror. Ja? Also die haben völlig die Kontrolle verloren. Ich rechne jetzt in der Eurozone zwar nicht mit so einem Extrem, aber da muss jetzt geliefert werden. Und auch wir und unsere Indikatoren, wir haben hier verschiedene statistische Muster, die glühen im roten Bereich. Also da gibt es nicht mehr viel, was positiv ist. Das Einzige ist eine temporäre Abkühlung, weil der Markt im Sentiment abverkauft ist, also sehr, sehr negativ eingestellt ist und die Märkte teilweise auch etwas überverkauft sind. Aber insgesamt sehen wir die Lage weiterhin kritisch, weil diese echten Probleme auf dem Tisch liegen. Und ja, hier habe ich euch die beiden Indikatoren mal reingenommen. Das würde an der Stelle jetzt hier zu weit führen. Wir haben die Cash-Quoten schon hochgefahren. Wir haben jetzt hier bei Follow My Trader auch das neutral eingestellt, das Depot. Wir werden jetzt demnächst dann die Long-Positionen zugunsten von Short-Positionen auch wieder etwas ab- und ausbauen. Ja, und zum Schluss, damit beende ich das Ganze, habe ich hier mal einen Bärenmärkte der letzten 200 Jahre eingeblendet. Wir sind gerade hier. Und das, was viele als den eigentlichen Bärenmarkt schon empfinden, empfinden wir als den sogenannten ersten Einschlag oder die erste Panik. Und in den richtigen Bärenmärkten der Vergangenheit kam nach dem Ersteinschlag in der Regel, ne, das ist hier dieses Graue, das Rote, nämlich hier diese Extreme, dann kam es nochmal deutlich heftiger. Ich habe jetzt mal ein Fragezeichen dran gemacht, weil Zeit und Intensität eines Bärenmarktes, das wissen wir nicht, ja. Aber wir haben ein gewisses Potenzial noch, falls gewisse Probleme nicht erkannt oder angegangen werden. Ja, und ich bin da einfach so skeptisch, dass ich da selbst sehr gespannt drauf bin, wie die diese Probleme lösen wollen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann werden wir das knallhart shorten. Da würde ich uns mal als glücklich schätzen, denn in Simbabwe ist das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt bei um die 1200 Euro pro Jahr und in der Eurozone 26.000. Also da ist noch ein kleiner Unterschied, da sind wir noch nicht ganz. Aber der Christian Schöppel schaut auch schon ein bisschen skeptisch und hat sicherlich Bedenken, dass die EZB, wenn sie zu stark die Zinsen anhebt, dann eben auch für einen Kollaps von einzelnen Staaten sorgen könnte. Wir haben die Griechenland-Krise sicherlich noch alle in Erinnerung. Das ist genau der richtige Punkt, warum die EZB auch so vorsichtig agieren muss. Und trotzdem können wir natürlich als Starttrader darauf reagieren. Der Falk hat es beschrieben, indem wir einfach die Cashquote hochfahren, das Portfolio neutraler aufstellen und auch geeignete Short-Kandidaten raussuchen. Und da gehen wir zum Beispiel, Falk und ich, einfach in der Intermarket-Analyse auch mal ins Detail. Ich zeige das hier mal eben. Hier sieht man jetzt den Bloomberg, beziehungsweise den Reuters Commodity Index verglichen mit dem Dollar Index. Das ist jetzt eine Intermarket-Analyse von Rohstoffen und Währungen. Und hier sehen wir, dass normalerweise der DXY, das ist der Dollar Index, wenn der Dollar schwach ist, dann sind die Rohstoffpreise im CRB hoch. Der CRB-Index misst die 19 wichtigsten Rohstoffe der Welt. Da sind Energierohstoffe wie Öl und Gas dabei. Da sehen wir auf der rechten Seite, wo wir im Moment stehen. Wir sehen es auch an der Tankstelle. Die nächste Gasrechnung wird auch nicht auf sich warten lassen. Da sind die Preislevels sehr hoch.
Gleichzeitig sind aber auch Edelmetalle und Industriemetalle mit drin. Edelmetalle haben sich eigentlich trotz der hohen Inflation gar nicht besonders bewegt dieses Jahr. Die Industriemetalle wie Aluminium und Kupfer haben letzten Monat massiv schon nach unten korrigiert. Da deutet sich also schon was an, denn dieser Gleichlauf, Andreas, auf der rechten Seite, der zeigt, worüber wir schon viele Calls dieses Jahr gesprochen haben, dass also diese Korrelationen, diese Wirkungszusammenhänge seit dem Ukraine-Konflikt und durch die hohe Inflation auch im Anschluss an die Corona-Pandemie gebrochen sind. Auf einmal entwickeln sich Dollar- und Rohstoffpreise in dieselbe Richtung nach oben. Diese Fehlbewegung, was die Historie angeht, muss aufgelöst werden. Und da ist jetzt die Frage, wie? Falk hat es gerade angesprochen. Wird das von der Zinsseite passieren, durch die Zentralbanken, dann müsste der Dollar auch mal irgendwann wieder fallen. Danach sieht es im Moment nicht aus. Aber wir gucken natürlich auch schon nach Short-Kandidaten, auch im Rohstoffbereich. Und da sehen wir, dass selbst der Ölpreis so langsam anfängt zu schwächeln. Wir haben es auch schon letzte Woche an den Tankstellen gemerkt. Es könnte tatsächlich sein, dass die Rohstoffe diese Fehlentwicklung mit einer Korrektur nach unten auflösen. Und das wäre dann für uns, wie Falk das auch beim DAX oder beim Nasdaq gezeigt hat, im Rohstoffbereich zum Beispiel ein passender Short-Trade. Ja, also aufmerksam bleiben. Chancen bieten sich auf beiden Seiten, auf der Long- und auf der Short-Seite. Und als Star-Trader hat man ja auch ein breites Produktuniversum, was man nutzen kann. Wenn Sie das als Zuschauer sehen und erfahren möchten, melden Sie sich gerne an bei followmymoney.de und testen Sie das Ganze erst einmal und später vielleicht auch mit dem eigenen Konto mit umsetzen. Ganz lieben Dank an Falk und Christian für die ausführliche Expertise.